Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir sind immer noch in Island Lake. Zur Erinnerung, wir haben am Ende der letzten Folge unseren Freightliner hier versenkt, samt Ladung. Wir machen nämlich gerade die Quest alte Ausrüstung. Sprich, wir müssen Bohrausrüstung zum Lager, was schon eigentlich gar nicht mehr so weit weg ist, dahin. Und hier ist uns halt der Freightliner umgekippt, weil der Anhänger uns dann zur Seite gezogen hat. Offscreen habe ich mal den. Ach Gott, wie heißt er? Azov 64131 hier rangeholt. Das glaube ich ein Russenfahrzeug, was man gar nicht finden muss, sondern kaufen kann. Relativ früh, glaube ich sogar. Ist aber recht teuer. Hat zwei gelenkte Achsen vorne, also insgesamt vier Achsen, zwei gelenkte vorne. Das ist interessant zu fahren, muss man sich auch dran gewöhnen. Und ansonsten Allrad an, Differentialsperre immer an. Läuft bei Ihnen. Ja, ich jetzt mal rangeholt auf jeden Fall mit Kran, damit wir die ganze Chose hier irgendwie mal wieder rausziehen können. Und damit legen wir auch direkt los. Also ich versuche erstmal den Freightliner einfach nur ranzuwinden. Oh. So, Winde anbringen. Und zwar da. Und da. Hoppa. Ziehen wir wirklich ein Stück weit hier rauf. Also das lief jetzt ja recht gut. Würde ich behaupten. Fahren wir an dem Fuck. Na. Du darfst jetzt nicht kippen. Das wäre äußerst schwierig. Aber ich glaube, der kippt halt wirklich nicht so schnell. Also von seinem Handling bisher fühlte der sich recht smooth an, auch an Bergen. Ich habe damit zum Beispiel den Derry Longhorn auf Alaska befreit. Stopp, so. Oder abstellen erstmal kurz, dann Truck wechseln. Dann ziehen wir den Freightliner erstmal wieder direkt an. Mitsamt den an dem Anhänger hier ein bisschen auf die Straße, so dass uns der Anhänger nicht direkt wieder wegkippt. So, das sollte reichen. Motor abstellen. Aber Truck wieder wechseln. Wir müssen ja jetzt noch die Ladung raufkriegen. So, dazu müssen wir den Azov hier mal ordentlich positionieren. Und zwar auch recht nah an der Ladung. Also möglichst nah. Aber auch möglichst gerade. Nee, andersrum. Es ist echt schwierig, hier die richtige Positionierung zu finden, damit wir nicht so schräg stehen. Ich glaube, so ist ganz cool. Ich hoffe nur, wir sind jetzt nicht zu weit weg. So, Haken aktivieren. Kranmodus. Eben. Dann wollen wir da mal rüber. Frachter anhängen. Versuchen wir das Ding mal anzuheben. Klappt ganz cool. Jetzt müssen wir das auf den Anhänger kriegen. So, ich sehe hier so schlecht.
können jetzt schon mal langsam runterlassen. Ah, war zu weit gedreht. Gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Wir gucken erstmal. Truck wechseln. Whiteliner. Rad verladen. So, sie sitzt wieder drauf. Das hat, glaube ich, recht gut geklappt. Beim Azov machen wir jetzt mal hier noch den Kran erstmal ein. Motor abstellen. Müssen wir hier nochmal lang? Eigentlich. Einmal müssen wir hier noch lang. Ach komm, wir fahren den Azov kurz einmal rüber ins. Ins Sägewerk, stellen ihn damit hin. Da ist ja anscheinend unsere A-Basis. Da steht ja alles. Ist natürlich doof, wenn der Freightliner jetzt direkt nochmal kippt. Aber ich denke, wir fahren jetzt einfach ein bisschen vorsichtig den Rest der Strecke zu Ende. Und dann holen uns dann die beiden anderen Bohrrüstungen noch und dann ist gut. Was? Gut, dass er zwei gelenkte Achsen hat. Das ist immer ein bisschen verwirrend. Man hat so Gefühl, also denkt sich erstmal so, hey, der hat zweigelenkte Achsen, dann muss der übelst gut lenken und übelst kleinen Wendekreis haben, aber eigentlich ist der so eher weniger. Der hat ja also Wendekreis vom Panzer trotzdem. So. Stell den Azov hier mal rückwärts drin. Aber das lief überraschend gut mit dem Wiederaufstellen. Und das hat funktioniert. Wenigstens mal. So. Und jetzt machen wir weiter. Und zwar möglichst ohne nochmal. Oh Gott. Das hört sich schon wieder so. Wieder anbringen. Nee, 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 nee. Nee, nee. Ja doch. So. Ich muss auch vielleicht Differentialsperre raus. So, vielleicht beim nächsten Mal einfach schneller den Anhänger lösen, dann komme ich hier selber nicht so sehr ins Schwanken. Aber hey, es gelaufen und im Endeffekt dreht sich das Spiel ja auch irgendwie darum. Wenn man nicht mal so einen LKW aus dem Graben zieht, ist das, finde ich, sonst ein bisschen langweilig. Ab und zu muss man auch mal kippen. Oder irgendwie sich die Karre kaputt fahren oder so. Gehört für mich zu dem Spielprinzip Snowrunner, Mudrunner, Spintires, whatever mit dazu. So. Das ist im Übrigen immer noch Lieferung Nummer 1, ne? Nur falls wir es schon wieder vergessen haben. Konzertsperre. Gib mir doch. Och Mann. Ach, jetzt nimmst du den Strommast. Mein Gott. Okay, hier durchzufahren ist ein bisschen schwierig. Und für so die letzten 5 Meter ist die Strecke nochmal richtig bescheiden. Gott. Macht auch schon wieder Dinge, die er nicht
unbedingt machen soll. Wir hängen hier an einem Baum. Wenn vorne irgendwo. Oh. Gib mir doch einfach einen Punkt da vorne, danke. Die Windpunkte, ja, okay. Ist halt schwierig. Ich glaube, wenn man die ganze Windenarbeit mit der Maus und der Tastatur macht, ist es ein bisschen einfacher. Aber wenn du die hier. Ist schon wieder direkt im Baum vor mir oder neben mir. Was. Was brauche ich die denn? Mann, Mann, Mann. Das Spiel will mich ärgern. Deutlich. So, wir haben es gleich geschafft, Leute. Ach, guck mal. Frachtverwaltung abgeben. So, jetzt die Frage. Können da immer noch aufladen? Das heißt, wir können jetzt theoretisch zweimal den nehmen, oder? Er will ja nur dreimal haben. Und das heißt, wir sparen uns einen Haufen Strecke. Was ist hier noch für ein... Achso, ein Tankauflieger. Gut, tanken müssen wir so oder so. Das hatte ich ja schon gesagt. Deswegen... Koppeln wir einmal kurz ab. Machen kurz die Differentialsperre raus. Fahren einmal zum Anhängelager. Damit wir einmal voll tanken können. Dann müssen wir uns um die anderen beiden Bohrflieger kümmern. Wenn das jetzt klappt, dass wir zweimal zu dem einen fahren können, das ist natürlich easy. Ich dachte, wir müssen von allen drei Punkten einmal abholen. Nö. Scheint zumindest nicht so. So. Anhängershop, Tankauflieger. Nachtanken. Und Tankauflieger wieder verkaufen. Okay, was ich aber auf jeden Fall nochmal gucken muss, ist die erhöhte Federung. Im Freightliner, ich glaube, die macht den Matsch nochmal ein bisschen geiler, aber. Natürlich auch wieder höherer Schwerpunkt, schneller kippen, bla bla. Ich weiß gar nicht, wo man die suchen muss. Hier steht aber in der Werkstatt mit dabei. Zumindest ob das Michigan, Alaska, Taimyo oder was auch immer ist. Steht bei den Upgrades, wenn man dann Upgrades braucht, steht das mit dabei. Uff. Okay, die Kante sah jetzt nicht so hoch aus. Wir verlieren auch nur Sprit, also wir haben auch ordentlich unseren Tank angedatscht. Uns eine Federung zersammelt. Reifen zersammelt. Auf jeden Fall müssen wir kurz einmal reparieren gehen. Hilft nichts. Mit dem angetitschten Tank kommen wir nicht so weit. Der kaputte Reifen jetzt mal hin und her, den könnten wir direkt reparieren. Wir haben ja noch einen Ersatzreifen drunter. Aber der Tank würde uns so ein bisschen Strich durch die Rechnung machen. Och, komm schon. Er gibt mir jedes Mal die Dinger neben mir. So, da finde ich, sollte noch mal irgendwie was reingepatcht werden. Für die automatische Windenauswahl.
Ey, komm, wir haben nur einen kaputten Reifen. So viel schlimmer kann unsere Haftung doch gar nicht sein. Mein Gott, wir haben auch die Federung komplett zerschossen. Einmal darüber und wieder zurück. Wir haben 100 Liter verballert. Ja, guck mal, der Reifen hier vorne ist kaputt. Da ist nur der eine, glaube ich. Anhänger Shop. So. wo ist denn hier unser... Ist das der? Das müsste der sein. Nee, nicht nachtanken. Erstmal sollten wir die Karre reparieren. Wartungsanhänger. Ach, guck mal. Guck mal einer an. So. Jetzt können wir nachtanken. Also Wartungsanhänger sind schon ziemlich geil. Tschüss. Gut. Jetzt wollen wir eventuell unseren Aufleger wieder ankoppeln, ohne uns dabei die ganze Karre zu zerschießen. Das wäre auch ziemlich geil. Und der Anhänger-Shop-Vorsteher mag auch seine Musik. Ist auch an den Tankstellen die Musik, obwohl ich Musik eigentlich ausgestellt habe. Immer volle Bude Musik aufspielen. An der Tankstelle hier an den Anhängershops. Ziemlich lustig. So. Aber jetzt genug mit lustig. Bisschen ernst werden, zurück zur Arbeit. Und zwar ohne die Karre zu schrauben. Um die nicht zu schrotten, fahren wir jetzt ein bisschen, fahren wir nicht auf die Betonplatte rauf. Ich dachte halt nicht, dass der Absatz so hoch ist. Ja, Anhänger entdeckt. Ach, guck mal, hier ist noch Beton, Stahlträger. Interessant, interessant. Aber da brauchen wir erstmal nicht. Wir wollen den Auftrag zu Ende machen. So. Immer einigermaßen so drunter, dass er ankoppelt, ja. Jo. Funktion schließen. Und los. Das heißt, wir probieren jetzt wirklich von dem näheren Bohrturm die beiden Sachen zu holen, dann sind wir halt ein bisschen schneller fertig. Muss ja auch ein bisschen zeiteffizient arbeiten. Wir haben ja durch die Bergungsaktion mit dem Azov und das jetzt einmal zurück zum Reparieren ein bisschen Zeit verloren. Die müssen wir auch wieder reinfahren. Dann machen wir, indem wir einfach eine kürzere Strecke nehmen. Easy peasy. Direkt Lastengang und Differentialsperre rein, dann kommen wir nämlich generell besser hier durch. Dein Ernst. Gut, das zieht sich jetzt natürlich ein bisschen, dass sie halt wirklich kurz vor Lager noch mal so eine schöne Matschstrecke hinmachen. Da sind wir, glaube ich, also das glaube ich so die langsamste Stelle überhaupt, die wir gefahren sind jetzt auf der Route. Keine anderen Stelle hatten wir wirklich großartige Probleme. Okay, das ganz okay. Können wir uns zumindest ein Stück weiter vorziehen, dann im Notfall an den Masten ranzukommen, aber das brauchen wir schon gar nicht mehr. So, jetzt fahren wir erstmal wieder Richtung Portal.
Dann biegen wir vom Portal ab. Gut. Das passiert mir in letzter Zeit häufig. Ich darf nicht ständig von vorne auf meinen LKW gucken während der Fahrt. Ja. Gut, ein bisschen der Tank jetzt wieder einen abgekriegt. Warum eigentlich der Tank? Also. Na, wir sind gerade so gegen den Mast gefahren. Warum geht da der Tank kaputt? Wenn, dann hätte der Motor eigentlich einen abkriegen müssen. Aber hey. War eine dumme Aktion, also das will ich nicht abstreiten. War wie gesagt, dumme Aktion, da bin ich gut drin. Da kann ich. So, wir müssen hier links und dann gleich wieder rechts. War das hier links? Ja. Ach komm. So, da steht unser International Loadster. Das ist gut, falls wir hier noch Hilfe brauchen, hätten wir zumindest noch mal ein Fahrzeug am Start, was unterstützen kann. So mit Ziehen und so ein Shit. Denkst, müssen wir hier auf der Strecke halt auch wieder aufpassen, dass wir mit dem Auflieger nicht ins Kippen kommen. So. Hier können wir das machen. Hier sind keine Masten, in die wir reinfahren können. Das ganze Spektakel mal kurz von vorne beachten. Begutachten. Vor allen Dingen sieht man hier ja auch die Spuren im Matsch. Da kann man sich gut dran heilen. So. Hey, mit dem Matsch haben wir auch weniger Probleme als da vorne vom Lager. So. Wir müssen jetzt halt einmal drumherum fahren, weil mit so einem langen Auflieger hier zu wenden ist ein bisschen schwieriger. So ein bisschen möglichst abseits der Matschspur. Aufladen können wir schon mal. Und jetzt geben wir hier mal Stoff. Sperre rein. Im Prinzip her eigentlich jetzt nur den gleichen Weg zurück. Da hinten auflege. Er wackelt auch ganz schön. So, jetzt hier auf die Brücke rauf. Wir werden die Differentialsperre aber mal ausmachen. Bevor du wieder anfängst rumzumeckern. Oh, ob wir jetzt nochmal zwischentanken müssen, werden wir dann gleich sehen, wenn wir da sind. Ich schätze aber, wir sollten damit durchkommen. Im Notfall können wir auf der dritten Tour nachher da vorne am International Loadster nochmal ein bisschen Sprit abzapfen. Aber jetzt nicht nochmal extra zum Tanken ranfahren. So, Sperre wieder rein.
Na gut, er hat jetzt das doch nicht dein Ernst. Dieser dämliche Stock. Ich glaube, an dem bin ich schon mal hängen geblieben. Oh, oh, oh. Bleib gerade. Nee, 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 nee. Ich bin auch gerade ein bisschen aus der Spur gekommen, kann das sein? So. Hier rüber. Voll. So ist gut. Also solange wir einigermaßen in der Spur bleiben, ist hier kein Problem. Redete von in der Spur bleiben und fährt mit dem Auflieger wieder komplett raus aus der Spur. Uiuiui. Oder ist wieder so ein dämlicher Stock? Ach komisch, der stört uns nicht, oder was? Lächerlich. Lächerlich. Achso, Sperre raus, genau. Jetzt holen wir auch mal ein Stückchen aus für die Kurve. Einfach nur, damit der Auflieger auch wirklich mit rumkommt und in der Spur bleibt. Einigermaßen. Weil. So, der Abladepunkt ist da drüben. Heißt, da waren jetzt noch 200, 300 Meter. Da vorne noch mal kurz durch den Matsch kämpfen, dann sind wir mit Auflieger Nummer 2 da. Beziehungsweise mit der Bauausrüstung Nummer 2 ist ja immer noch der gleiche Auflieger. Und dann gucken wir mal weiter. Ach komm hier rum. Stell dich nicht so an. So. Frage. Nee, rechtsrum war die Strecke eigentlich noch bescheidener. Zumal die Kurve da, glaube ich, enger ist. Aber wir bleiben mal bei der Strecke hier. So, Sperre wieder an. Gib mir doch den. Jawohl. Warum denn nicht gleich? Bei den Strommasten kann man sich ja auch eigentlich immer darauf verlassen, dass sie aushalten. Also, egal mit welchem Fahrzeug wir da reingehen, die halten auf jeden Fall. Bei den Bäumen muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Typen von Bäumen. Manche knicken um, andere nicht. Hängt dann auch wieder vom Fahrzeug ab, mit dem wir uns natürlich winden. So, wir sind durch den Matsch größtenteils durch. Genau, die letzte Pfütze ist immer nicht ganz so schlimm. Und dann geben wir Auflieger Nummer 2 ab. Nur noch 166 Liter, das heißt, wir fahren nicht nochmal tanken. Allerdings fahren wir jetzt im Kreis. Und weil wir zur gleichen Abholstelle jetzt quasi wieder hinfahren, würde ich sagen, ich spule ein bisschen vor und wir sehen uns dann gleich an der Abholstelle wieder. Shoulder, heart full of blues.
So, da sind wir auch schon wieder. Wir knallen uns die letzte Bohrausrüstung rauf und fahren die Strecke wieder zurück. Auch das im Zuge der Zeit im Schnellverlauf. Sollte nichts weiter passieren, sehen wir uns oben am Lager wieder beim Abladen. Also bis gleich. Da sind wir auch an die letzte Fracht unfallfrei hergebracht für meine Motormaus, ohne nochmal nachzutanken. Der Tank reicht mit dem Sprint, das reicht sogar noch bis zum Anhängerplatz, um da gleich wieder voll zu tanken. Aber erstmal Frachtverwaltung. Alte Ausrüstung. Wie erwartet haben wir Öl im Sumpf gefunden. Eine ganze Menge sogar. Vielen Dank, dass du den Platz aufgeräumt hast. Wir werden einige neue Bohrer aufstellen und sofort loslegen. Geil!
Damit haben wir das. Guck mal, unser Fahrer schläft schon. Psst. Schläft schon. Okay. Damit haben wir das für diese Folge auch. Und sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Bereit. Tschö, tschö.